zum Tagesordnungspunkt 8.2. Hier ist Einreicher interfraktionell und es gibt auch einen Ersetzungsantrag vom selben interfraktionellen Bündnis. Deswegen würde ich vorschlagen, der Einfachheit halber, wir beginnen direkt mit der Vorstellung des Ersetzungsantrages. Also jetzt nicht in der Einbringung. Dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde und es beginnt Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Erlösung. Nein? Hat schon verändert. Ja, sehr geehrter Herr designierter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie es denn dazu verwollte, nach der Königsbrücke ein zweites Thema, bei dem eigentlich die Wogen in diesem Stadtrat meistens hochgehen und sich die Debattenkultur an den gegenwärtigen Außentemperaturen anpasst. Aber eigentlich ist es gelungen, in diesem wichtigen, für diese Stadt so wichtigen Thema zumindest in einer breiten Mehrheit hier im Stadtrat die Debatte zu versachlichen. Und dafür möchte ich mich ausdrücklich auch bei den Kollegen der CDU-Fraktion bedanken, die nach der Vertagung des Antrages in der letzten Stadtratssitzung sich bemüht haben, heute einen gemeinsamen interfraktionellen Antrag einzubringen. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei Herrn Donhauser, bei Herrn Flemming, auch bei Herrn Krüger, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir diesen Antrag gemeinsam hinkriegen. Es ist nicht gelungen. Das ist schade, weil wir haben uns ja nicht bemüht, hier eine breite Mehrheit herzustellen, insbesondere auch in der Frage, um die es heute im Zentrum geht, nämlich der Gründung einer stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft, weil wir schon der Meinung sind, dass das keine Aufgabe ist einer Wahlperiode. Das ist eine Jahrhundertaufgabe und die hätte es auch verdient, eine breite Mehrheit hier zu haben. Aber offensichtlich ist es nun mal so, dass man auch mit einer Umarmung manchmal den politischen Gegner bewegungsunfähig machen kann. Das war nicht beabsichtigt, es ist aber schade, dass es heute nicht gelingt, diesem Antrag eine breite Mehrheit zu geben. Denn wir haben in den Beratungen, die im Vorfeld dieser Stadtratssitzung war, große Zugeständnisse gegenüber dem Antrag der CDU gemacht. Wir haben nicht, das sehen Sie heute, gesagt, nachdem signalisiert wurde, die CDU kann nicht ihre Zustimmung geben, gesagt, na ja, dann können wir ja unseren Ursprungsantrag wieder vorkramen. Nein, auch an der Stelle haben wir Sachpolitik in den Mittelpunkt gestellt und haben das Ergebnis, was eine interfraktionelle Arbeitsgruppe erarbeitet hat, heute zum Gegenstand unseres Änderungsantrages gemacht. Das bitte ich nochmal ausdrücklich zu betonen. Wir haben also die Kompromisse, die uns auch durchaus die Vertreter der CDU dort abgerungen haben, in unserem Änderungsantrag drin. Weil wir glauben, dass es wichtig ist in dieser Frage, tatsächlich auch eine breite Mehrheit zu finden. Und deshalb nochmal eine Bitte und ein Angebot und eine deutliche auch Aufforderung an die Damen und Herren der CDU, dass sie doch ernsthaft einem Antrag, der so maßgeblich auch von Ihnen mitgestaltet wurde in Ihrer Änderung, nicht einfach heute die Zustimmung verweigern können. Weil dann stellt sich ja auch die Frage, und das dachten wir ja alle nach dem OB-Wahlkampf, nachdem Herr Ulbig ja mit 5.000 stadteigenen Wohnungen auf großen Plakaten zu sehen gewesen ist, also das Thema einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, das Lied der DRAVO laut gesungen wurde, dachten wir, dass tatsächlich ein Meinungs- und Gesinnungswandel praktisch auch eingetreten ist und die Notwendigkeit, dass die Stadt aufgeben muss, die Passivität im Bereich der Wohnungspolitik sich auch in den Köpfen einiger, oder nein, in den Köpfen der CDU-Stadträtinnen und Stadträte durchgesetzt hat. Leider war offensichtlich das nur ein kurzer Frühjahrshit mit der DRAVO. Vielleicht auch eben, und das wäre schade, nur ein Wahlkampfschlager, mit dem man meinte, im Wahlkampf punkten zu können, der aber jetzt so schnell wie möglich wieder unter die Schamgrenzen bitte zu den Akten gelegt wird. Das fände ich schlimm. Ich darf es noch mal sagen, der Antrag, der Ihnen jetzt heute vorliegt, beinhaltet weitestgehende Prüfungsanträge, übrigens auch Prüfungsanträge, die die Rechtsform dieser Gesellschaft begründen. Wir haben darauf verzichtet, den 1. Januar als Fixtermin der Gründung hineinzuschreiben, sondern haben das erste Halbjahr 2016 in den Mittelpunkt gestellt. Also alles Dinge, um die man uns gebeten hat. Und
Deshalb nochmal die Bitte an Sie, sich sehr wohl zu überlegen, ob Sie einen Antrag, der auch über die Zukunft dieser Stadt wesentlich mitentscheidet, weil nämlich eine aktive Politik im Bereich der Wohnungen, zu dem nicht nur die eigene Wohnungsbaugesellschaft gehört, und das ist auch in diesem Antrag deutlich, und wir werden dies ja auch noch einmal diskutieren im Zusammenhang mit dem Wohnungskonzept der Landeshauptstadt, was ja jetzt auch sehr verspätet hier vorliegen wird, glaube ich trotzdem, dass es notwendig ist, heute diesen Schritt zu machen, weil die Menschen erwarten von uns, dass wir nicht nur reden über diese Frage, sondern auch handeln. Und die Handlungsfähigkeit können wir nur herstellen, wenn wir heute diesen Antrag, der eben auch eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft auf den Weg bringt, heute verabschieden. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. Danke. Als nächste Fraktion, die SPD-Fraktion, Herr Dr. Leimers. Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, Wohnen ist ein Thema in Dresden. Es ist einfach nicht so, dass die Menschen in Dresden meinen, dass der Markt alles richtet. Mit wie man spricht, und alle Umfragen sagen das, das glauben die Menschen nicht, sondern sie sind klüger als diese ideologisch motivierten Sätze und merken, dass in einer wachsenden Stadt wie Dresden mehr Anforderungen an kommunales Handeln auf dem Wohnungsmarkt wieder gefragt ist. Und dem wollen wir Rechnung tragen. Deshalb haben diese drei Fraktionen, die seinerzeit den BOBA-Verkauf abgelehnt haben, einen gemeinsamen Antrag erarbeitet. Das war schon schwierig genug, denn das Thema ist ein schwieriges, das muss man ganz klar sagen. Und wir haben dann gesehen, dass dieses andere Denken auch eingesetzt hat bei den Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Und wir haben zur Kenntnis genommen, dass auch dort man gesagt hat, jawohl, wir brauchen mehr kommunale Aktivität. Und unsere Hoffnung ist, und das ist sie immer noch, dass das nicht nur Wahlkampfrhetorik war, sondern dass das auch ernst gemeint war. Und deswegen haben wir bei der letzten Sitzung nicht einfach durchgezogen und gesagt, hurra, wir haben eine Mehrheit für unsere Lösung, sondern wir haben gesagt, wir vertagen das, um das noch einmal zu diskutieren. Und ich muss sagen, der Beschluss, den wir jetzt heute fassen können, das ist die feste Auffassung meiner Fraktion, der ist sogar besser geworden durch das nochmalige Diskutieren mit den wechselseitigen Gesichtspunkten und Argumenten. Und jetzt geschieht etwas ganz Erstaunliches. Ich sage das einfach auch nochmal zum Mitschreiben und zum Mithören. Ja, ihr hat eine Mehrheit im Stadtrat einen gemeinsamen Antrag eingereicht. Dann hat sie mit der Minderheit im Stadtrat einen Kompromiss auf Fachebene ausgehandelt. Und die Minderheit mag jetzt im Moment nicht zustimmen, jedenfalls im Moment nicht. Und trotzdem sagt die Mehrheit, nee, wir bringen jetzt den Kompromiss ein. Wir bringen jetzt den Kompromiss ein und ziehen eben nicht durch. Und insofern schließt sich möglicherweise im letzten Tagesordnungspunkt der heutigen Sitzung ein Kreis, der mit den ersten Tagesordnungspunkten begonnen hat. Das muss man nämlich auch mal deutlich machen. Es sind 14 Jahre Geschichte vorhin vor der Pause zu Ende gegangen. 14 Jahre Geschichte, in denen diejenigen, die 55% hatten, gesagt haben, nein, wir benennen 100% der Bürgermeister. Das ist nicht mehr so. Sondern diejenigen, die knapp über den Durst in der Mehrheit haben, die haben gesagt, nein, wir benennen eben nicht alle Bürgermeister. Und insofern haben wir, glaube ich, auch eine Chance, nach all den Wahlen, die jetzt vorüber sind, wie Herr Zastrow heute, glaube ich, gesagt hat, gerade bei dem Thema Wohnen nicht mit einer neuen Verlegeritis zu arbeiten, sondern die Dinge in Gang zu bringen. Und es spricht auch in der Sache nichts dagegen, das heute in Gang zu bringen, auch wenn wir alle zum Thema Wohnen noch klüger werden. Denn bis diese Gesellschaft einmal arbeiten und entstehen kann, da muss noch allerhand Schweiß fließen. Da muss noch ziemlich viel gearbeitet werden in der ökonomischen Konzeption, in der rechtlichen Konzeption, in der wohnungswirtschaftlichen Konzeption, die damit gedacht ist.
Und dafür haben wir eigentlich eine Stadtverwaltung, die sich ganz gut auskennt in all diesen Themen. Und die sollten wir als Stadträte in die Pflicht nehmen, hierfür auch zu arbeiten. Und genau das steht in dem Auftrag drin, den wir jetzt eigentlich sehr ausgewogen und sehr präzise gemeinsam formuliert haben. Wir bleiben bei diesem Kurs der Kompromissbereitschaft. Aber eins ist, und das kann ich für die SPD hier ganz deutlich sagen, eins ist unverzichtbar. Wir brauchen als Stadt, eine wachsende Stadt wie Dresden, ein kommunales Wohnungsunternehmen, kommunale Aktivität auf dem Wohnungsmarkt, das dämpft den Mietpreisanstieg. Und das ist auch ein wichtiges Instrument für Initiativen für Stadtentwicklung, die wir in Gang setzen wollen, damit dann auch andere dort mitziehen an dieser Stelle. Aber eins muss man auch konzidieren, einfach so, Woba neu, Woba leid, Woba zwei, das werden wir auch nicht hinkriegen. Da ist die Geschichte weitergegangen an dieser Stelle, aber gleichwohl in kleinen Schritten anfangen und weitermachen, uns die Instrumente sichern, das wollen wir tun mit diesem Antrag und ich hoffe, dass wir in der Beratung des Gesamtprojekts auch zu einer gemeinsamen und breit tragfähigen Lösung finden werden. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Dresdner. In einer sich ständig verändernden Welt braucht es Offenheit und die Zeit echtes Verständnis. Und Verständnis heißt, verstehen und begreifen zu entwickeln, um die richtigen Antworten zu finden. Ihre aktuelle Antwort auf die Herausforderung, auch künftig bezahlbares Wohnen in Dresden zu gewährleisten, führt leider in die Irre. Ihre neu zu gründende kommunale Wohnungsbaugesellschaft wird von Ihnen als Puzzlestück einer neuen Wohnungspolitik in einer wachsenden Stadt begriffen. Eine Übersetzung für alle Bürger dieser Stadt. Es handelt sich um planwirtschaftliches Pokerspiel mit realsozialistischem Ausgang bzw. Endergebnis. Also habe ich doch recht. Also mit Neuverschuldung und Qualitätsverlust im Wohnen und damit auch im Leben. Erst mit der Mietpreisbremse das Wohnungsangebot zu verknappen. Dann über die fehlenden Wohnungen zu jammern, die es gar nicht gibt. Wir haben es heute in der Sächsischen Zeitung gelesen, dass es 421 Belegungsrechte gibt, sprich soziale Wohnungen, die noch frei sind. Anschließend über eine nicht vorhandene, im letzten Jahr 0,6%ige Mietpreiserhöhung zu lamentieren. Preiswerte Wohnungen über eine neue WOBA zu versprechen. In die von Ihnen genannten drei Geschäftsfelder planwirtschaftlich und regulatorisch einzugreifen. Damit für eine Wettbewerbsverzerrung zu sorgen. Mit einer von Steuergeld subventionierten neuen WOBA, die privaten und genossenschaftlichen Teilnehmern an der Wohnungswirtschaft durch einen staatlich gelenkten Wettbewerber nicht nur zu behindern, sondern deren Geschäftsfelder und unternehmerischen Ziele zu gefährden. Ja, Sie wollen die einzigen der Wohnungswirtschaft, die Mehrwert erwirtschaften und Steuern bezahlen, vertreiben und Maßregeln, wie Sie es in der Vergangenheit schon gemacht haben. Linke Ideologie in der heutigen Praxis. Sie stecken noch in einem Wertekostüm des Sozialismus und ganz konkret in dem einer Wohnungswirtschaft à la DDR. Neue WOBA, wozu? Preiswerter bauen? Preiswerter neu bauen? Wie wollen Sie das, wenn es schon ein OB-Kandidat Ulbich von der CDU nicht klar sagen konnte, wie er 5.000 neue Wohnungen mit einer Kaltmiete von 7 bis 8 Metern Euro bauen soll? Ja, ja, ist ja gut. Sie können es offensichtlich besser, Herr Schollbach. Dresden ist bei den Mieten im Mittelfeld.
Wir haben dahingehend gar keine Problematik. Wir haben entsprechend auch aktuell 50 Bebauungspläne für Wohngebiete in Arbeit. Es wurden insgesamt 2.402 neue Wohnungen im letzten Jahr gebaut und durchschnittlich brauchen wir nur 2.000 neue Wohnungen in Dresden. Es gibt, so versuchen Sie der Bevölkerung einzureden, einen Leerstand in Dresden. Der Leerstand in Dresden ist eine heimliche Wohnungsreserve. Das ist kein Quatsch, das ist nachweislich die Statistik. Und gucken Sie sich mal in Dresden um. Und dann vielleicht noch ein bisschen was zum Nachdenken. Hohe Mietpreise regen außerdem auch noch zum Nachdenken über eigenes, selbstgenutztes Wohneigentum an. Arbeiten, Sparen und Disziplin, wahrscheinlich sind das nicht Ihre Stärken. Ja, das sind einfach die Dinge, wo die Wohnungswirtschaft und wo das Wohnen dermaßen viele Möglichkeiten bietet, wo es nicht noch einer zusätzlichen Wohnungsgesellschaft bedarf, die Dresden auch noch in Neuverschuldung treibt. Vielen Dank. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Wie bitte, Herr Schmählich? Ich setze da immer meine ganz eigenen Maßstäbe, Herr Schmählich, das wissen Sie doch. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, vielleicht können Sie ja einem Gedanken folgen, nämlich bevor man über die Gründung einer neuen städtischen Wohnungsbaugesellschaft nachdenkt, müsste man doch mal Bilanz ziehen, wie das mit der alten war und was die Entscheidung, die wir in diesem Stadtrat vor fast 10 Jahren hier getroffen haben, eigentlich gebracht hat. Bevor ich zurück zu dem kehre, in etwa, was ich schon mal hatte, muss ich wissen, wie sind die letzten 10 Jahre gelaufen. Und da kann ich zumindest feststellen, weiß nicht, ob Sie mir da widersprechen, dass die Privatisierung der WOBA eine einzigartige, deutschlandweit bewunderte Erfolgsgeschichte für Dresden gewesen ist, meine Damen und Herren. Eine völlig richtige Entscheidung. Dresden ist schuldenfrei geworden. Wir müssen das ja auch immer im Zusammenhang sehen. Dem neuen Finanzbürgermeister möchte ich das gerne auch empfehlen, da auch den Horizont ein bisschen zu erweitern und weg aus diesen ideologischen Gräben zu gehen, sondern mal an die gesamte Stadt zu denken. So, wir haben Dresden schuldenfrei gemacht, damit wir in jedem Jahr mehr Geld für Schulen, Kitas, Kultur, Straßen zur Verfügung haben. Dresden ist die einzige, eine der wenigen Großstädte überhaupt in Deutschland und auch die einzige Großstadt in Sachsen, die einen großen Vorteil hat, seitdem sie schuldenfrei ist. Sie kann nämlich die Förderprogramme, die der Freistaat Sachsen auflegt, immer bedienen. Wir ziehen dort am meisten Geld ab, weil wir die Eigenanteile immer bringen können, auch dann, wenn hohe Quoten gefordert sind. Das können wir erst, seitdem wir schuldenfrei sind. Das haben wir durch den Verkauf der WOBA geschaffen. Und das ist ein großer Erfolg, von dem die ganze Stadt profitiert. Und das sollte man mal festhalten. Auch die Erfindung der Sozialcharta war, glaube ich, eine gute. 10.000 Belegungsrechte bis 2030 sind sie inzwischen. Wir haben auch einen Partner mit der GAGFA gefunden, wo es kaum Auffälligkeiten gibt. Es gab eine rechtliche Auseinandersetzung, die wir, glaube ich, gut zum Vorteil der Stadt doch geklärt haben am Ende. Zum Schaden war ja gar keiner gekommen. Aber ich kann beim besten Willen nicht feststellen, was daran schiefgegangen ist. Und das Interessanteste ist, Herr Schmählich, da werden Sie mir wahrscheinlich widersprechen, aber auch ohne eine städtische Wohnungsgesellschaft hat sich der Wohnungsmarkt in Dresden hervorragend entwickelt. Einfach hervorragend entwickelt. Dresden ist attraktiv für private Investoren, die kommen, die klopfen an, die wollen hier bauen. Dresden ist attraktiv für Genossenschaften und Gott sei Dank haben wir diese großen, leistungsfähigen Genossenschaften. Und die haben das ganz ohne unser Steuergeld, ohne uns hier im Stadtrat geschafft, Dresden so gut zu entwickeln und so eine gute Entwicklung auch am Wohnraum zu haben. Deswegen wundert mich Ihr Salto rückwärts sehr. Mich wundert auch, Herr Schmählich, das sage ich ganz offen, warum Sie die Zukunft, die wohnungswirtschaftliche Zukunft Dresdens mit staatswirtschaftlichen Konzepten besser gestalten wollen. Das wird nicht funktionieren, das kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich kann es, wenn ich den Antrag lese, jetzt wieder nicht anders sagen, ihm fehlt ein Stück weit
wohnungswirtschaftlicher Sachverstand, wenn ich das lese, was Sie hier uns zeigen. Wenn Sie einmal den Mut hätten, sich den Fakten zu nähern, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen, dann wüssten Sie ganz genau, dass wir für eine neue WOBA in Dresden überhaupt keinen Bedarf haben, dass wir sie nicht brauchen und dass das, was Sie immer so erzählen, von angeblich so rasant steigenden Mieten, Münchner Verhältnissen, Luxussanierung, einem Wohnungsnotstand für sozial Schwächere, zwar in Ihren Köpfen ist, vielleicht Teil Ihres Parteiprogramms ist, aber den Realitäten überhaupt nicht entspricht. Die Durchschnittsmiete in Dresden ist 5,70 Euro. Für die große, übergroße Mehrheit in dieser Stadt gilt eine Kaltmiete von bis zu 6 Euro. Nur 3% zahlen ja überhaupt Mieten von über 8 Euro. Das sollen Münchner Verhältnisse sein? Sorry. Von den Belegungsrechten, die Franz Josef Fischer in seiner Anfrage rausgekriegt hat, wir müssen noch nicht mal all unsere Belegungsrechte nutzen. Wissen Sie übrigens auch, was wir nicht machen? Wenn einer auf Basis eines Wohnberechtigungsscheins einmal eingezogen ist, in Dresden leisten wir uns den Luxus, nie wieder hinzugucken, ob er immer noch anbespricht. Ja, natürlich. Ich habe die Anfrage gestellt. Gucken Sie ins System, können Sie auch lesen. Da leisten wir uns den Luxus, nie wieder hinzugucken, ob er denn immer noch anspruchsberechtigt ist. Er bleibt einfach da wohnen. So groß kann der Bedarf beim besten Willen nicht sein. Auch kein Wunder. Was auch gar kein Wunder ist, meine Damen und Herren, weil wir, Herr Kiesling, bitte, nein, ich, ganz locker bleiben, ich stelle den Fakt dar, ich habe überhaupt nichts, ich stelle nur den Fakt dar, bitteschön. Soll ich Ihnen sagen, warum wir, lieber Herr Kiesling, Sie wissen eins, anders als mancher Kollege bei Ihnen bin ich debattenfest. Sie können mich hier anschreien, wie Sie wollen, das juckt mich überhaupt nicht. Lassen Sie mich nur zu Ende führen. Ich kann Ihnen auch den Grund nennen, warum das so ist. Warum wir auch in dem glücklichen Zustand sind, dass ganz viele, die auch sozial schwächer sind, überhaupt nicht nach den Wohnberechtigungsscheinen gehen. Weil wir viel günstigere Mieten, selbst als vom Amt gefördert, sowieso am freien Wohnungsmarkt haben. Bei der GAZFA und noch günstiger bei unseren Genossenschaften. Ich müsste natürlich bereit sein, die Ideologie wegzulegen und einfach die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Wenn ich es täte, käme ich zu anderen Ergebnissen. Meine Damen und Herren, ich habe noch eine zweite Runde, die würde ich dann nutzen. Vielen Dank erstmal, soweit. Wird CDU-Fraktion das Wort gewünscht? Herr Donhauser. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, was mich an der Debatte ein bisschen stört, an manch einer anderen auch, ganz persönlich, ist, dass wir immer vom Ist-Stand ausgehen. Wäre es denn nicht eigentlich unsere Aufgabe, auf 10, 15, 20, 30 Jahre vorzudenken? Und deshalb, lieber Herr Schmählich, wenn Sie sagen, das ist eine Jahrhundertaufgabe, kann schon sein. Da sage ich, für eine Jahrhundertaufgabe hätte es auch noch Zeit gehabt, dass wir am 3. September uns der Sache annähern. Und weil Sie mich ja vorhin auch benannt haben und ich stehe dazu, ich stelle hier mal die Frage, was ist ein Fraktionsvorsitzender? Das ist nicht der Vorgesetzte der Fraktion. Das ist nicht der Vorgesetzte der Fraktion. Ich und sicherlich die anderen Fraktionsvorsitzenden auch haben nur die Möglichkeit zu werben. Und wir haben als CDU-Fraktion bei diesem Thema einen sehr umfangreichen Prüfauftrag in Geschäftsgang gebracht. Und wir kennen alle die Geschichte. Es wurde dann versucht, es wurde ja dargestellt, beide Anträge in einem Kompromissantrag zusammenzuführen. Deshalb auch also von mir an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass dieser Versuch unternommen worden ist. Jetzt ist man aber als CDU-Fraktion hier ganz alleine in einem Kreisverband. Wir sind kein Raumschiff. Und ich habe natürlich als Fraktionsvorsitzender nicht nur die Aufgabe, die Fraktion zusammenzuhalten, sondern ich habe natürlich auch die Aufgabe, keinen Riss zwischen Fraktion und Kreisverband zuzulassen. Deswegen war meine Bitte,
um mit diesem Kompromissvorschlag, der jetzt einmal vorliegt, noch ein Stück weit mehr Zeit zu bekommen, um diesen Kompromissvorschlag auch ausgiebig bereden zu können. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, am Dienstag waren wir dann zum Schluss 12 Fraktionsmitglieder und ich wollte und ich konnte nicht mit 12 Fraktionsmitgliedern einen Beschluss, egal wie er ausgegangen wäre, einen Beschluss herbeiführen. Und deswegen war es mir eben wichtig, dass man noch ein Stück mehr Zeit gewinnt, denn es gab auch Argumente in der Fraktionssitzung, aber schon seit Bekanntwerden des Kompromissvorschlags, die ich als Fraktionsvorsitzender nicht einfach vom Tisch wischen kann. Das Hauptargument war der, und das ist ein Kompromiss, will ich gar nicht jetzt kritisieren, das Hauptargument war, dass im Prinzip der Kompromiss die ganze Sache von Beinen auf den Kopf stellt. Weil nämlich im ersten Punkt beschlossen werden soll, dass wir uns bereits ohne der Prüfung der verschiedenen Punkte, ohne dass wir uns schon bekennen, eine WOBA zu gründen. Und das war ja der Inhalt oder der Sinn unseres Prüfauftrags, erst dann eine Entscheidung herbeizuführen, wenn wir eine ausreichende Datengrundlage haben, wenn wir wissen zum Beispiel, was hat das für Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, wenn wir wissen, was hat es möglicherweise für Auswirkungen auf die beteiligten städtischen Gesellschaften, um dann abwägen zu können, ist das jetzt wirklich der richtige Weg oder muss man nacharbeiten oder ist es vielleicht dann doch nicht der richtige Weg. Und das hat dazu geführt, und ich möchte mich da auch nie beschweren, dass jetzt anders entschieden wurde, dass ich eben gesagt habe, wenn wir die Möglichkeit nicht bekommen, das nochmal ausführlich zu besprechen, bleibt uns heute nur die Möglichkeit, hier dagegen zu stimmen. Und was bleibt? Natürlich sind wir auch dafür, für faire Lösungen für die Mieter. Natürlich auch für faire Lösungen für die Vermieter. Für ein gutes Investorenklima. Das ist unbestritten. Eins ist uns natürlich auch ganz wichtig, dass Dresden schuldenfrei bleibt. Und das sind solche wichtigen Sachen, solche wichtigen Gesichtspunkte, die man abwägen muss, die es heute uns nicht ermöglichen, diesem Kompromiss, und es ist durchaus bemerkenswert, dass sie den heute zur Abstimmung bringen, würde ich auch gerne zugeben, durchaus bemerkenswert, aber dass wir heute diesem Kompromiss hier nicht zustimmen werden. Dankeschön. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, die Kooperation aus Linken, Grünen, SPD und Piraten wird heute eine weitreichende Entscheidung im Interesse der Mieterinnen und Mieter treffen. Wir haben lange daran gearbeitet, uns Expertise eingeholt, sind Kompromisse eingegangen und heute nun wird der Grundsatzbeschluss zur städtischen Wohnungsbaugesellschaft hier im Stadtrat gefasst. Das haben wir vor der Kommunalwahl versprochen und wir halten Wort. Linke, Grüne, SPD und Piraten handeln damit im Interesse der Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner. Mit der neuen Wohnungsbaugesellschaft wird die Stadt Schritt für Schritt, Wohnung für Wohnung, wieder Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten auf den Dresdner Wohnungsmarkt zurückgewinnen. Zusammen mit anderen wohnungspolitischen Instrumenten, zum Beispiel der Mietpreisbremse, wollen und werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, damit Wohnen in Dresden bezahlbar bleibt und wir eben keine Verhältnisse bekommen wie in München, Hamburg oder Berlin. Es sind Fakten verlangt worden. Ich will Fakten benennen. Seit dem vergangenen Jahr liegt die Durchschnittsmiete in Dresden erstmals seit der Wende über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Aus dem Mietermarkt, meine Damen und Herren, ist ein Vermietermarkt geworden mit allen Risiken und Nebenwirkungen für die Mieterinnen und Mieter. Und weil Sie hier immer dazwischen krähen, Herr Krüger von der CDU, sollten Sie vielleicht mal bei der Staatsregierung nachfragen. Wenn ich mich erinnere, ist die im Wesentlichen von der CDU getragen. Dort hat das Kabinett etwas beschlossen, nämlich für Dresden eine sogenannte Kappungsgrenzenverordnung auf den Weg zu bringen. Das ist eine Mietpreisbremse für Bestandsmieten. Und die haben das auch begründet, nämlich weil Dresden einen problematischen Wohnungsmarkt hat. Vielleicht fragen Sie mal Ihre Parteifreunde drüben in der Staatskanzlei.
Meine Damen und Herren, angesichts bereits eingetretener und noch zu erwartender negativer Entwicklungen wollen wir die Stadt eben nicht den Immobilienhaien und Spekulanten überlassen, sondern endlich wirksam etwas gegen steigende Mieten und zunehmende Wohnungsknappheit unternehmen. Und deshalb bringen wir die städtische Wohnungsbaugesellschaft auf den Weg. Dass die sowohl kostendeckend arbeiten und gleichzeitig soziale Aspekte berücksichtigen kann, beweisen unzählige WOBAs in der gesamten Bundesrepublik. Meine Damen und Herren, dass die Immobilienhaie und Großvermieter trotzdem versuchen, Stimmung gegen die städtische, wenn Sie sprechen wollen, können Sie sich anschließend melden und dann reden Sie von hier vorn und brüllen hier nicht ständig dazwischen. So, meine Damen und Herren, dass die Immobilienhaie und Großvermieter trotzdem versuchen, Stimmung gegen die städtische Wohnungsbaugesellschaft zu machen, wird einen vernünftigen Menschen nicht ernsthaft verwundern, denn es ist ja klar, dass es nicht in deren Interesse ist, wenn die Stadt Wohnungen baut und zu fairen Preisen vermietet. Nun wird ja hier immer wieder das Thema Verschuldung am Horizont als boshaftes Bild gemalt. Wissen Sie, ich kann mich ja da nur wundern. Die Schuldenfreiheit, das war kein Thema, als in dieser Stadt die teuerste Elbebrücke Deutschlands gebaut worden ist. Die Schuldenfreiheit ist nicht in Gefahr, wenn wir eine autobahnartige Schneise durch die Dresdner Neustadt bauen. Die Schuldenfreiheit war auch nicht in Gefahr, als im Landtag die jährliche automatische Diätenerhöhung beschlossen worden ist. Die Schuldenfreiheit ist immer nur dann in Gefahr, wenn hier ein Sozialticket beschlossen wird. Die Schuldenfreiheit ist dann in Gefahr, wenn wir mehr Geld für Jugendarbeit und für Asylbewerber ausgeben, und die Schuldenfreiheit ist angeblich in Gefahr, wenn wir etwas tun für die Mieterinnen und Mieter. Das ist so durchsichtig, und Sie zeigen hier, wessen Interessen Sie vertreten, Herr Zaster, und das sind die Interessen der Miethaie und Wohnungsspekulanten. Meine Damen und Herren, wir haben angesichts der Bedeutung dieser Entscheidung versucht, unserem politischen Gegner die Hand zu reichen. Dass die CDU nun lieber interne Machtkämpfe um die reine Lehre austrägt, statt mit uns zusammenzuarbeiten und Realpolitik im Interesse der Mieterinnen und Mieter zu machen, das ist bedauerlich, aber wir können und wollen uns weitere Verzögerungen nicht leisten. Und ich will noch meine Verwunderung zum Ausdruck bringen. Da kommt doch der CDU-Oberbürgermeisterkandidat daher und verspricht 5.000 neue Wohnungen. Und was erfahren wir nach dem Wahlkampf? Da stellt sich der CDU-Kreisvorsitzende hin und erklärt, wir haben einen Beschluss. Und was steht in diesem Beschluss? CDU Dresden ist gegen eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Das, was Sie im Wahlkampf gemacht haben, war versuchter Wahlbetrug. Das will ich Ihnen mal ganz klar sagen. Meine Damen und Herren, Dresden braucht endlich wieder eine vernünftige Wohnungspolitik im Interesse der Mieterinnen und Mieter. Die Stadt Kommen Sie bitte zum Schluss. Muss ihrer sozialen Verantwortung nachkommen und gewährleisten, dass für alle Menschen bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stehen. Und dafür arbeitet diese Stadtratsmehrheit. Danke. So, jetzt für die Fraktionslosen Herr Green und dann hatte ich Herrn Gielke noch auf der Liste. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, es trifft sich zufällig und es trifft sich gut, dass wir über eine neue WOBA reden, genau an dem Tag, an dem der Häuptling der Wählerverräter, der den WOBA-Verkauf erst möglich gemacht hat, seine Abwahl erlebt. Der auf der Ausrollspur befindliche Dr. Luno hat für den eigenen Vorteil eines 7-jährigen Bürgermeistergehaltes der Stadt und ihren Bürgern Schaden zugefügt, den zu korrigieren wir uns heute nun wieder einmal aufmachen. Aber auch im Antrag der CDU, auch wenn jetzt noch mal in den Ausschuss verschoben, sehen wir, überlesen wir nicht, was Sie für einen Schaden der Stadt zugeschaut und wie Sie sich eigentlich doch dafür schämen. Die städtischen Eigengesellschaften sollen gebeten werden, freie Flächen zu benennen. Und sogar landwirtschaftliche Flächen wollen Sie in die Prüfung einbeziehen. Ja, natürlich.
Denn wir haben seinerzeit nicht nur die WOBA verkauft, also im Verständnis der Menschen die Wohnhäuser, sondern selbstverständlich, und das wissen wir und wer damit beschäftigt ist, auch die Flächen, auf denen sie stehen. Vorhanden sind riesige Flächen, so zum Beispiel mehrere Dutzend Hektar in Prolis, auf dem Gebiet des ehemaligen Sternstädtchens und des Schweif. Nur die Flächen gehören eben nicht mehr uns, sondern irgendeiner Heuschrecke von der Ostküste. Und diese Heuschrecke wird natürlich nicht investieren in einen Wohnbau, der den Menschen dient und nicht dem Maximalprofit. Nein, meine Damen und Herren, es ist ja einfacher. Wir füttern die Heuschrecke monatlich mit 120.000 Euro garantierten Mieteinnahmen für nicht abschiebbare Scheinasylanten. Menschen, die die heutigen Eigentümer der WOBA aus Bonitätsgründen niemals in ihre Wohnungen genommen hätten, wenn sie nicht das Geld garantiert von der Stadt bekämen. 120.000 Euro pro Monat. Herr Vorjahn, wenn Sie die Zahl genauer wissen, können Sie mich korrigieren. Und meine Damen und Herren, freilich beabsichtigen Sie nicht, das Geld für eine neue Wohnungsgesellschaft aus dem städtischen Haushalt zu nehmen. Dann müssten Sie nämlich vorher das Neuverschuldungsverbot aufheben. Nein, ganz trickreich wollen Sie die Stehsat und die technischen Werke finanzieren lassen. Das nenne ich griechische Buchhaltung. Es geht Ihnen darum, die Menschen unserer Stadt zu täuschen. Sie täuschen über den Sachverhalt, dass wir für den Bau einer neuen WOBA selbstverständlich Schulden aufnehmen müssen. Ob die nun aus dem Karton Stadthaushalt oder aus dem Karton technische Werke kommen, das ist ein fiskalischer Unterschied. Aber letztendlich ist es alles Geld der Dresdner. Ein Wort noch an Herrn Dr. Lames. Sie sind ein Demagoge. So ganz unterschwellig haben Sie gesagt, drei Fraktionen haben seinerzeit dem WOBA-Verkauf widersprochen. Das Gericht hat entschieden, das Nationale Bündnis für Dresden ist eine Fraktion. Punkt. Ohne irgendeinen Zeitpunkt zu nennen. Selbstverständlich haben vier Fraktionen diesem WOBA-Verkauf widersprochen. Meine Damen und Herren, selbstverständlich steht die NPD der Gründung einer neuen stadteigenen Wohnungsgesellschaft positiv gegenüber. Insofern werden wir dem Antrag zustimmen. Wir werden aber stets auf die Versäumnisse der Vergangenheit der CDU-Führung hinweisen und wir werden auch immer deutlich machen, dass die linke Seite natürlich Schulden aufnehmen muss, um eine solche WOBA zu bauen. Danke. Als nächster Redner Herr Gielke und dann Herr Zastrow. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren, worüber sprechen wir hier eigentlich? Man könnte das Gefühl haben, wir reden über einen Antrag, eine Sache, die entschieden werden kann, so oder so, man kann so oder so eine Meinung haben. Aber letztlich gesehen haben wir hier schöne Sachen gehört. Wir haben von Wahlen gehört. Wir haben von Wahlversprechen gehört, wir haben von Zielen, die bei Wahlen angestrebt wurden, auch gehört. Und was ist denn passiert bei der letzten Wahl, bei der OB-Wahl? Da hatten wir eine Kandidatin, Frau Dr. Stange, mit 5 Punkten, Punkt 1 eine WOPA. Der Gegenkandidat hatte gesagt, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Die Dresdnerinnen und Dresdner haben gewählt. Der Herr Hilbert hat gewonnen, keine WOPA. Von daher verstehe ich im Augenblick nicht, was diese Diskussion eigentlich soll. Wir haben ein ganz klares Votum der Dresdner. Herr Dr. Lames, ich habe gelesen, ich hoffe, dass es korrekt ist, dass Sie sich dafür stark machen wollen, mehr Bürgerbegehren, die Entscheidung der Bürger einbeziehen, habe ich in der Zeitung gelesen. Zum Thema WOPA wollen Sie das nicht, das verstehe ich nicht. Ich meine, beziehen wir doch die Bürgerin ein. Geben wir denn noch die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, an die sich der Rat halten kann. Aber warum nicht bei diesem großen Projekt? Das ist sehr schade, das ist sehr traurig. Und weil ich der Meinung bin, dass es hier eigentlich nicht nur um ein Sachthema geht, sondern sogar schon um die Art und Weise, wie man mit den Bürgerinnen und Bürgern umgeht, möchte ich sagen, dass ich erschrocken bin. Wissen Sie, ich bin zu jung, um zu wissen, wie die Kommunalpolitik der DDR funktionierte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so könnte es gewesen sein. Und da jeder Stadtrat auch alleine dasteht mit seinem Namen, finde ich, sollte man bei diesem speziellen Antrag eine namentliche Abstimmung durchführen, was ich damit auch gern beantragen möchte. Vielen Dank.
Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Zastro. Herr Scholbach, Sie brauchen Hilfe. Ernsthaft, lassen Sie sich helfen. Ich lasse es so stehen. Ich habe in der Zeitung eine Kritik von Ihnen gelesen, Herr Scholbach, die ich sogar teile. Es ist für mich übrigens ein wesentliches Argument, einer neuen städtischen Wohnungsgesellschaft nicht zuzustimmen, weil es da leider Parallelen gibt. Sie haben mehrfach schon gesagt, wie das sein könne, dass wir in Dresden Wohnungen abreißen, während wir einen hohen Bedarf an Wohnungen haben. Ein antagonistischer Widerspruch, könnte man fast sagen. Wir reißen ab, bis vor kurzem haben wir das noch gemacht, obwohl wir eigentlich sehen, dass diese Stadt wächst und dass wir die Wohnungen brauchen. Ich habe das sehr bedauernd zur Kenntnis genommen und konnte es nie verstehen, kann es bis heute nicht verstehen, dass die GAGFA aufgrund ihrer vertraglichen Verpflichtung das blaue Hochhaus Zamorstraße 2 zum Beispiel abgerissen hat, obwohl es eines der wenigen Häuser alter Bauart ist, wo ein Fahrstuhl in jeder Etage hält, in diesen Punkthochhäusern, die vom Grundriss so sind, dass man daraus leicht große und kleinere Wohnungen machen kann. In Schadnitz hat man das auch gemacht, eigentlich sehr gut modernisierungsfähig sind. Man macht das, weil es Verträge mal festgelegt worden sind. Das ist das Stadt und Bau, das Programm Stadt und Bau Ost, das gemacht worden ist von Politikern, auch von der öffentlichen Hand in Berlin. Wir alle, weder wir in Dresden, konnten da Einfluss nehmen, noch der Freistaat, sondern es ist ein Berliner Programm gewesen, die den gesamten Osten pauschal im Blick hatten, was aber nicht im Blick hatten, dass der Osten eben nicht der Osten ist, sondern dass es Städte wie Dresden, Leipzig, Jena, Potsdam gibt, die stark wachsen, wo das überhaupt nicht mehr passt, während diese Abrissförderung in manchen Städten im ländlichen Bereich durchaus auch heute noch richtig ist. Es ist nicht immer schlau, wenn wir dem vertrauen, was Politiker entscheiden, was die Verwaltung allein entscheidet, sondern ich glaube, das, was uns der Markt zeigt, das, was der Markt macht, sollte für uns eher Maßstab sein. Und da wundere ich mich tatsächlich, wieso Sie da gerade in Dresden so skeptisch sind, wenn Sie die Entwicklung bei uns hier am Markt sehen. Ja, wir haben höhere steigende Mietkosten, das liegt aber im Wesentlichen im Übrigen an den Mietnebenkosten. Das wissen Sie schon. Und das hat auch was mit politischen Entscheidungen zu tun, beispielsweise in immer weiter wachsenden Energiekosten. Und das ist momentan ein richtiges Problem, weil es für viele Bürgerinnen und Bürger wie zu einer zweiten vollwertigen Miete geworden ist, weil es vor 10, 15 Jahren noch nicht gewesen ist. Können wir hier nicht lösen in Dresden? Ist auch ein Punkt, über den man im Zweifel sprechen muss. Ich freue mich über die von Ihnen als Miethaie verunglimpften Investoren, Privatleute, die uns dabei helfen, den Neumarkt beispielsweise schöner zu machen. Für Sie sind das Miethaie, USD, Herr Dietze, Miethaie. Na, diejenigen, die investieren, das ist in der Marienallee, rund um den Postplatz, was passiert, Miethaie. Diejenigen, die jetzt investieren, damit aus der Lingner Stadt was wird, wo ja Wohnungen entstehen sollen, für Sie alles Miethaie. Die Genossenschaften, wahrscheinlich auch alles Miethaie, die in irgendeiner Form für Sie dubiös sind. Das Projekt Jägerpark, Miethaie. Pegasus, die gerade in Striesen wieder 200 neue Wohnungen haben, Grundstein gelegt, Miethaie. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, selbst wenn Sie alle Anstrengungen in Ihre WOBA stecken, mit den 10.000 Wohnungen erreichen Sie hier gar nichts, das wissen Sie schon. Sie bauen erstens nicht günstiger, das ist 3%, 6% am Ende des Wohnungsbestandes insgesamt, mehr ist das gar nicht. Ohne die vielen privaten Investoren wird in dieser Stadt überhaupt nichts gehen. Deswegen empfehle ich mal dringend darüber nachzudenken, was für Stadt wir es dessen machen. Das Risiko eingehen, das teure Risiko, wieder eine kommunale städtische Gesellschaft mit allen Problemen, die auch oft bei städtischen Gesellschaften entstehen können, allen Verpflichtungen, allen dauerhaften Verbindlichkeiten, öffentlichen Tarifverträgen, alles, was man so hat, das zu machen. Oder ob wir nicht als Stadt noch besser Partner von Investoren sein sollen, die auf eigenes Risiko, mit ihren eigenen Ideen versuchen, diese Stadt schöner zu machen. Meine Damen und Herren, da ist viel passiert. Ich bin sehr froh, dass in der Frage der Geschwindigkeit der Erstellung von Baugenehmigungen wir wirklich Fortschritte erzielt haben. Aber auch jetzt ist allein 9.000 Wohnungen im letzten Jahr, sind Baugenehmigungen ausgereicht worden. Eine enorme Zahl. Also das ist das, was Sie mal am Ende erreichen wollen mit Ihrer kommunalen Wohnungsgesellschaft, in einem Jahr auf private Art und Weise gemacht.
Wir haben unheimlich viele Potenziale, ganze Gebiete, gerade das Mitten, was ich mir letztens selber angeguckt habe, da könnten 2500 Wohnungen sofort entstehen. Wir haben richtig viele Potenziale. Heben wir diese Potenziale, kümmern wir uns um unseren Leerstand und seien wir Partner für Investoren, die in Dresden investieren wollen, dann werden wir, meine Damen und Herren, auch keine Münchner Verhältnisse an unserem Wohnungsmarkt auf Dauer bekommen. Dankeschön. Als nächster Redner habe ich auf der Liste Herrn Schmählicher, Dr. Brauns und Herrn Bartels in dieser Reihenfolge. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, also meine Hoffnung, dass wir in dieser Frage hier wirklich was Ähnliches wie eine sachliche Debatte führen, ist ja möglicherweise schon fehlgeschlagen. Ich will aber trotzdem den Ton bewahren, weil obwohl das, was Herr Sastro gesagt hat, von Herrn Vogel mal ganz zu schweigen, dazu provozieren würde, mit gleicher Münze heimzuzahlen. Sastro, ich komme gleich. Aber in aller Ruhe. Hier wird so getan, als ob es in der Wohnungspolitik um Entweder-Oder ginge. Das ist Blödsinn. Es geht in einer vernünftigen, auf die Zukunft orientierte Wohnungspolitik, städtische Wohnungspolitik, um das sowohl als auch. Ohne private Investoren werden wir in einer wachsenden Großstadt logischerweise nicht den Bedarf an Wohnungen befriedigen können. Und Herr Sastro, jetzt hören Sie mir mal zu, Sie haben zu Recht gesagt. Und genau das ist nämlich die Idee übrigens einer Marktwirtschaft, die Sie hier im Grunde genommen eigentlich leider, muss ich sagen, bekämpfen. Die Idee der sozialen Marktwirtschaft ist nämlich, dann dort, wo ein Markt entsteht, mit sozialer Politik einzugreifen, nicht im Grunde genommen zu Maßregeln, sondern dort, wo ein Wohnungsmarkt entsteht, entstehen auch Wohnungen. Aber wir wissen auch, dass die neuen Wohnungen eben nicht zu den Preisen entstehen, Herr Krüger, die Sie hier als Durchschnittspreise formulieren, sondern die werden in erheblich höheren Preissegmenten entstehen. Und gerade deshalb, weil es so ist und weil wir eben einen angesprungenen Wohnungsmarkt haben, ist es eben notwendig, als Äquivalent genau zu diesem Markt, nicht als Ersatz, sondern als Äquivalent zu diesem Markt, eben auch kommunale Aktivitäten zu entwickeln. Und das ist die Idee der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, dass diese nicht in irgendeinem kurzen Zeitraum, und da muss ich mal sagen, der Herr Ulbig, der hat sich hier hingestellt und hat von den 5.000 Wohnungen gesprochen, der hat von einer Verschuldung von 400 Millionen gesprochen, der hat ein finanzpolitisches Harakiri der Öffentlichkeit präsentiert, aus Haushaltsresten sozusagen zu finanzieren, da haben mir die Ohren geschlackert. Und da ist kein Protest gekommen bei einer Form von, wo Zielvorstellungen formuliert werden, die diese Kooperation im Stadtrat niemals wagen würde zu formulieren. Hier steht nichts drin von Zielstellungen, wie viele Wohnungen wir brauchen. Was wir aber sicher brauchen, ist für bestimmte Bedarfsgruppen einfach mal Dinge anzuschieben. Und wenn wir hier nicht nur verantwortlich sind für die nächsten noch 4,5 Jahre, sondern wenn wir uns verantwortlich fühlen für die mittelfristige Entwicklung dieser Stadt, dann müssen wir es jetzt auf den Weg bringen. Nicht, weil wir die Zielstellung in 5 Jahren erreichen. Und das ist der Hintergrund. Und da muss ich sagen, Herr Donhauser, ja, da hätte es vielleicht auch noch einen Monat warten können. Aber wissen Sie, genau deshalb, weil in dem Kompromiss jetzt ganz viele Prüfaufträge sind, über die dieser Stadtrat in dieser Zusammensetzung in Kürze noch einmal sprechen wird, ist es notwendig, diese Prüfaufträge jetzt auf den Weg zu bringen. Das war Ihre Bitte. Und da finde ich es auch notwendig, jetzt nicht zu verschleppen. Ich möchte nicht, dass wir in der Wohnungsbaupolitik quasi eine Königsbrücker 2.0 haben. Also ich glaube, es ist notwendig, wenn wir jetzt wirklich die Prüfungsaufträge erteilen, dann im Grunde über die Ergebnisse hier in diesem Rat sprechen, dann im Grunde genommen auch zu einer vernünftigen, zukunftsorientierten Wohnungsbaupolitik gemeinsam finden können. Genau deshalb steht auch der Kompromiss heute noch auf der Tagesordnung und zur Abstimmung. Vielleicht überlegen Sie sich ja auch nochmal, ob Sie dann im Grunde genommen, wenn es um die konkrete Umsetzung genau dieses heute auf den Weg zu bringenden Beschlusses geht, ob Sie sich dann weiterhin verweigern können oder mit dem Boot sein werden. Als nächster Herr Dr. Brauns. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren,
Ich denke, auf das, was Herr Scholbach hier gesagt hat, muss man doch noch mal reagieren. Und ich will auch vorab sagen, eins hat mich beruhigt. Ich habe nämlich ganz bewusst, als Herr Scholbach hier geredet hat, in die Gesichter der Grünen und der SPD gesehen. Und was mich beruhigt hat, ist dieses peinliche Berührtsein, ob dieses Redebeitrags. Und das gibt mir einfach Hoffnung. Meine Damen und Herren, ich erinnere daran, was Ihre Oberbürgermeisterkandidatin Frau Stange gesagt hat, nachdem sie die Wahl verloren hatte. Ihr Vermächtnis sozusagen ist, wir müssen die Spaltung dieser Stadt überwinden. Was hier von Herrn Scholbach an Klassenkampf, an billigem Klassenkampf gemacht worden ist, das spottet jeder Beschreibung, meine Damen und Herren. Da wird von Miethaien geredet, von der NPD wird von Heuschrecken geredet. Wo ist der Unterschied? Wo ist denn jetzt Braun, meine Damen und Herren? Und zu Fakten hat Herr Scholbach ja nun gar nichts gesagt. Eine einfache Rechnung, die wir und unser Oberbürgermeisterkandidat auf der Rechnung hatte, das konnte jeder nun auch nachlesen. 5.000 Wohnungen zum Selbstkostenpreis. Das ist bei einer kostendeckenden Miete 7,62 Euro, meine Damen und Herren. Wenn Sie so aus Ihrer Sicht Mieten haben wollen, die um den Bereich 5 Euro sind, so viel rechnen kann man noch nicht. Da müssen Sie 2,50 Euro etwa an Zuschuss pro Wohnung zahlen. Wie soll das denn kostendeckend gehen? Das geht schlicht nicht, meine Damen und Herren. Und das ist der Grund, weshalb wir gerade auch, was die neuen Mitteilungen in der Presse von Genossenschaften als Miethaie, toll, als Heuschrecken, meine Damen und Herren, ich glaube, wenn man hier etwas seriöser an die Sache reingehen würde und sich um die Sache bemühen würde, und da, Herr Schmählich, hätte ich mir ein Wort zu der Rede von Herrn Scholbach auch von Ihnen gewünscht, denn es war wohltuend insofern, dass Sie sich ja auch um Sachlichkeit da bemüht haben. Ja. Aber dann sollte auch innerhalb Ihrer eigenen Mehrheitsklicke dann vielleicht auch nochmal der Blick geworfen werden. Entschuldigung, ich sage Gestaltungsmehrheit. Gut, bitteschön, gestalten Sie. Ja, ich verstehe ja Ihre Reaktion, weil ich glaube, in Schwarze getroffen habe. Und deswegen ist es ja, und vielleicht ins rot-grüne Herz, ja. Mag ja sein. Also, bin ich hier beruhigt, dass das kommt. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass auch sachlich von dem, was Sie vorhaben, und deswegen gehen wir es auch nicht mit, von dem, was an Prüfung, erst muss die Prüfung da sein. Und Herr Dr. Lames, Sie haben zu Recht gesagt, auch wir sind der Meinung, dass wir mehr kommunales Engagement brauchen. Das heißt aber noch lange nicht, dass damit automatisch und zwingend eine neue WOBA verbunden sein muss. Und Sie wissen genau, dass unser Antrag, der im Zusammenhang mit dem Programm, was Herr Ulbich vorgestellt hat, ein Prüfauftrag ist, weil wir eben gerade die Entscheidung offen haben wollen. Ist es das richtige Konzept? Das ist der Punkt. Und erst wenn das feststeht, dann sind wir bereit, darüber zu reden, dass es eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft eben geben kann. Aber nicht so, wie es jetzt der Ziffer 1 ist, das kommt schon und Prüfung und dann ist er einfach da, egal wie. Das, meine Damen und Herren, das möchte ich auch sagen, das führt in der Sache nicht weiter. Es besteht die große Gefahr, dass es in die Verschuldung geht, weil genau das, was Sie erreichen wollen, ohne Verschuldung nicht funktionieren wird. Das ist hier festzuhalten, weil wir uns dann, wenn Sie es umgesetzt haben, einfach wiedersehen werden, wenn Sie kommen, wir brauchen im Haushalt die und die Summe und die ist dann ohne Verschuldung nicht mehr aufbringbar und deswegen werden wir diesen Antrag hier heute so ablehnen müssen. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Bartels, dann Herr Dr. Gebel und Herr Löser.
sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Mitglieder des Rates und ein Gruß an die Gäste. Herr Dornhäuser, Ihre Rede hat mir gut gefallen. Beim Wohnen soll es parteiübergreifend Einigung geben. Herr Schollbach, Ihnen würde ich raten, zukünftig dort etwas vorsichtiger zu sein mit Ihren Äußeren. Ich denke, es tut uns allen gut, wenn Sie dort etwas sachlicher diskutieren und auch die Probleme mit den Partnern zusammen lösen wollen. Aber eigentlich wollte ich mich gar nicht melden, aber Herr Vogel, Herr Zastrow haben mich doch gezwungen, mal etwas zu sagen. Als erstes soll ich mal die Statistik erwähnen und mal sagen, was man damit alles machen kann. Wir haben vor kurzem einen Bericht gehabt, dort hat der Amtsleiter Stadterneuerung gesagt, wir haben in dieser Stadt 6,9% Wohnungsleerstand. Wir haben überhaupt keine Not. Ja, was sollen wir damit? Da hat die Wohnung mitgezählt, die in Ruinen sind. Da kann man nicht mehr Obdachlose hineinschicken. Was soll der Quatsch? Herr Bürgermeister, ich hätte von Ihnen erwartet, dass Sie dort am nächsten Tag Stellung dazu nehmen und sagen, das ist nicht richtig. Denn Empirica hat ausgewiesen, Empirica ist ja ein unabhängiger Gutachter, hat zu Ende 2012 ausgewiesen, 2,9% marktrelevanten Wohnungsleerstand. Das ist Wohnungsleerstand, der zur Verfügung steht. Wenn es hier heißt, es sind 411 Belegungsrechte in dieser Stadt frei, dann weiß man, wenn man sich damit beschäftigt, dort sind viele Wohnungen bei, die schwer vermietbar sind. Im sechsten Stock eines Hauses. Es ist so. Es ist so. Ich bin genug mit der GAKFA im Gespräch, um das zu kennen. Ich habe vor kurzem mal eine von Obdachlosigkeit bedrohte Familie untergebracht. Es war mühsam, eine Wohnung zu finden in dem Bereich, wo die Schule ist. Also, ist schwierig. Nehmen Sie es hin, können wir es anders sagen. Den Städtevergleich beim Wohnen halte ich für äußerst kritisch. Wenn wir uns mit München, Hamburg oder sonst was vergleichen, das sind Städte, die haben schon seit langer Zeit einen angespannten Wohnungsmarkt. Wir sind gerade an der Stelle. Für richtig würde ich es halten, wenn man sagt, wir gucken auf diejenigen, die ihre Wohnung, ihr Nutzungsgeld kalkulieren. Dort steckt es richtig hin. Und kalkuliert wurden die Wohnungen in Dresden auch, solange wir einen Wohnungsüberschuss hatten. Jetzt haben wir Wohnungsmangel. Was machen die Vermieter? Es wird geguckt, was ist der Bürger bereit zu bezahlen für diese Wohnung. Das ist ein gewaltiger Unterschied. So, und jetzt komme ich zu dem, Herr Krüger, was Sie sagten. Wir haben im Jahre 2010 etwa, war das mal, hat das Bundesministerium Verkehr, Bau, Stadtentwicklung mal eine Studie veranlasst. Das findet man in den Heften 145 und 151. Und daraus sage ich jetzt mal zwei Zitate. Das stimmt mit dem denn so überein, was Sie sagten, Herr Zastrow, dass ja wir ein Erfolgsmodell haben in diesem Land mit unserem Verkauf der Wohnungen. Dort heißt es, für die Zukunft rechnen viele der schriftlich befragten Kommunen mit einem Bedeutungszuwachs ihrer kommunalen Wohnungsunternehmen und Bestände. Alle in den Fallstudien untersuchten Kommunen mit kommunalen Wohnungsunternehmen erwarten einen solchen Zuwachs. Zweite Aussage. Bei der schriftlichen Befragung gaben 86% der Kommunen mit nennenswerten Wohnungsbeständen als Strategie ein dauerhaftes Festhalten an ihren kommunalen Beständen an. Auf diese Kommunen entfallen 97% der ermittelten kommunalen Wohnungsbestände. Nichts mit unserem Erfolgsmodell. Wenn das ein Erfolgsmodell wäre, dann würde das in der Stadt oder in dem Land weitergemacht werden. Letzter Satz. WOBA-Schulden hatten wir. 700 Millionen. Alle haben es mitgetragen hier in diesem Rat. Keiner hat darüber gemeckert, dass sie WOBA 700 Millionen Schulden hatten. Selbstverständlich muss ein neues Wohnungsunternehmen auch Schulden machen. Aber das belastet die Stadt nicht. Und es war doch früher so, die WOBA hat Kredit aufgenommen, um an die Stadt am Jahresende Gelder auszahlen zu können. Auch das ist von uns geduldet worden. Dankeschön. Als nächster Herr Dr. Gebel und dann Herr Lösung. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wundere mich schon ein bisschen. Wir haben heute von der Seite gehört, wir reden heute über ein Jahrhundertthema. Darüber reden wir in einer Sondersitzung. Und wir haben einen Antrag vorliegen, der uns heute in der Sitzung zum ersten Mal vorliegt. Ein Antrag über ein Jahrhundertthema, wie Sie nennen, den wir heute das erste Mal lesen können. Und das über ein Jahrhundertthema und das sollen wir auch möglichst heute noch abstimmen. Also ich verstehe das nicht. Wenn Ihnen das so wichtig ist, dann hätten Sie doch unserem Antrag heute früh oder heute Nachmittag gefolgt, wo wir gesagt haben, wir möchten das Ganze vertagen.
Wir möchten das solide behandeln und das wollten Sie, wollen es ja auch. Sie wollen das kompetent behandelt haben. Sie wollen dieses wichtige Thema auch so behandelt haben, dass eine Lösung gefunden wird, die für alle Dresdnerinnen und Dresdner entsprechend auch dann die Lösung darstellt. Das Ganze tun Sie aber nicht, wenn wir das heute hier im Eiltempo durchpeitschen in einer Sitzung, die Sondersitzung in der Urlaubszeit ist, wo nicht mal alle teilnehmen konnten aufgrund der lange geplanten Urlaube. Was ich noch anmerken möchte, Sie haben in Punkt 2 Ihres heute nun vorliegenden Antrages benannt. Dabei ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft ohne dauerhaften städtischen Zuschuss auskommen muss. Davon ist auszugehen, das ist Grundsatz, das muss gelten. Ich muss nicht davon ausgehen, das ist das, was generell gelten muss. Und so wie Sie es heute darstellen und wie wir alle wissen, für unter 7 Euro kann man nicht bauen, das wird nicht funktionieren, auch nicht mit einer neuen WOBA. Wird das nicht funktionieren, insofern diese Themen, die auch von Dr. Brauns angesprochen worden sind, wir laufen mit dem Thema in eine Neuverschuldung rein, es wird nicht gehen. Und ein Punkt, den ich auch noch ansprechen müsste, der schon eine kleine Frechheit ist, der Punkt 12. Sie schieben jetzt die DMG vor für die Versäumnisse, die Sie in den letzten Monaten sich geleistet haben, indem Sie hier Investoren verprellt haben, Investoren, die quasi hier durch die Presse getrieben worden sind, die beschimpft worden sind. Diese Investoren haben Sie verprellt und die DMG soll es jetzt richten. Dieselbe DMG, der Sie nicht einmal zugestehen, aus der Bettensteuer einen Mehrertrag zu erzielen, damit die eben Stadtmarketing machen können. Wir hatten die Sitzung im Ausschuss, da wurde die Forderung der Hoteliers war, wenn wir denn schon eine Bettensteuer abführen, dann bringt es doch bitte zur DMG, damit die DMG ordentliches Marketing machen kann. Hätten Sie damals zustimmen können. Jetzt soll diese DMG Ihren Mist, den Sie verzapft haben, wo Sie Investoren verprellt haben, das soll die DMG richten, ohne Geld. Die soll jetzt quasi das Eisen aus dem Feuer holen. Und das finden wir eigentlich einfach auch schon etwas makaber, wie Sie das entsprechend fordern. Im Endeffekt auch nochmal, hat es auch nochmal angesprochen, Herr Schollbach hat vorhin komischerweise in seiner Rede hier das Thema Diätenerhöhung eingebracht. Ich weiß erstmal nicht, was das mit dem Stadtrat zu tun hat. Wenn Sie damit ein Problem haben mit der Diätenerhöhung, Herr Schollbach, spenden Sie es doch einfach, so wie es die Abgeordneten der FDP in der Zeit, in der Sie im Landtag waren, mit jeder Diätenerhöhung gemacht haben. Können Sie gern auch machen. Ich denke, es gibt viele Themen, wo Sie sich da einbringen können. Wir denken als FDP und Freie Bürgerfraktion, dass bei einer derart wichtigen Entscheidung, eine Entscheidung, die wirklich eine Entscheidung für Generationen ist, die Sie hier in Dresden treffen wollen, lassen Sie uns das Ganze doch noch mal in Ruhe in den Ausschüssen diskutieren. Lassen Sie entsprechend nochmal auch Fachleute zu Wort kommen und nicht so ein Thema heute hier in aller Eile durchpeitschen in einer Sondersitzung mit einem Papier, das Sie uns heute vor der Sitzung präsentiert hatten. Vielen Dank. Herr Löse, bitte. Ja, sehr verehrter Kollege Dr. Braun, Sie waren kurz davor, Teil der Gestaltungsmehrheit zu werden. Aber die Welt ist ja noch nicht zu Ende und ich will es kurz noch mal aus meiner Sicht hier darstellen. Die Grünen waren damals gegen den Totalverkauf der WOBA und das war richtig. Und die Grünen sind heute für eine Gründung, eine Neugründung einer neuen kommunalen Wohnungsgesellschaft und das ist auch richtig. Und ich will kurz was sagen zur Frage, die der Herr von der AfD vorgebracht hatte, die Bürger doch darüber abstimmen zu lassen. Ich glaube, bei allen Umfragen in der letzten Zeit war es beim Thema kommunale Wohnungsbaugesellschaft einheitlich so, dass 70-80% der Dresdner gesagt haben, ja, das wollen sie, die können sicher im Einzelnen nicht festhalten, was das politisch konkret bedeutet, aber sie bringen damit ein Bauchgefühl zum Ausdruck, was nämlich natürlich sagt, und da widerspreche ich Ihnen, Herr Zastrow, dass es eben für viele kein Problem wäre, sondern es ist für viele Leute mittlerweile ein großes Problem, in dieser Stadt bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und genau das nimmt dieser Antrag in dem Versuch, parteiübergreifend hier zu agieren, ja auch auf. Insofern möchte ich das ausdrücklich mal klarstellen, dass es vielleicht nicht für Sie und Leute, die Sie kennen, ein Problem ist, aber sehr wohl für viele andere Menschen in dieser Stadt, die ja auch dazugehören irgendwie. Und natürlich, Herr Zastrow, sage ich ganz klar, wir brauchen die Investoren. Und ich lasse auch nicht gelten, dass hier ein Beispiel, was in dieser Stadt vielleicht für Furore gesorgt hat und was vielleicht von vielen Seiten unglücklich, sagen wir mal, behandelt wurde,
ne, ich will das jetzt nicht nennen, weil das eigentlich gar nicht mein Thema ist, dass das allgemein dazu geführt hat, dass man der Meinung sei, wir brauchen keine Investoren. Ich will dem klar widersprechen. Natürlich brauchen wir die, weil sie natürlich ein bestimmtes Marktsegment abbilden und ganz entscheidend dazu beitragen, dass wir in Dresden jetzt eben dankenswerterweise bei einer wachsenden Stadt diesen großen Bedarf an Wohnraum in diesen Segmenten decken können, in diesen Segmenten. Und da wissen wir aber auch, Herr Zastrow, dass ganz viele dieser Wohnungen, die heute gebaut werden, bei 11, 12 Euro angeboten werden, Quadratmeter. Und da wissen wir auch ganz genau, dass das nicht die Leute sind, der Mehrheit dieser 80-90% in Dresden, die sich das leisten werden, sondern die brauchen eben langfristig andere Mietniveaus. Und genau darüber reden wir hier, nicht über die, die das sowieso machen, die in München dann irgendwie diese Wohnung kaufen, das liegen lassen, dann sehen, mal gucken, ob sie das für 12, 13 Euro an den verschiedenen Quartieren, die gerade entstehen, dann tatsächlich loskriegen. Ich glaube, da ist in Dresden gerade eine, sagen wir mal, für Dresdner Verhältnisse kleine Immobilienblase am sich aufbauen und wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und wir brauchen hier, Herr Schmählich hat es genau richtig gesagt, nicht die Ausschlussdiskussion, sondern wir brauchen tatsächlich das sowohl als auch. Und wir brauchen es vor allen Dingen, weil wir gerade sehen, dass wir zum Beispiel das Riesenproblem haben, was noch viel stärker auf uns zukommen wird, wo wir zum Beispiel Asylbewerber dann unterbringen. Wir brauchen es für bestimmte Bedarfsgruppen. Wir wissen, dass wir im Segment der behindertengerechten Wohnung 1000 Wohnungen in Dresden brauchen, dringend, die wir am freien Markt natürlich nicht einfach so entstehen lassen werden. Im Wiener Loch oder auch in der Lingnerstadt werden diese Wohnungen definitiv nicht gebaut. Wir brauchen sie aber in dieser Stadt, um es sozial im Gleichgewicht zu halten. Und Sie sprechen natürlich zu Recht die Frage der Finanzierung an. Und die Schuldenfreiheit ist für die Grünen ein ganz hohes Gut und wir stehen auch dazu. Und deswegen haben wir von Anfang an nicht gesagt, wie es vielleicht andere getan haben, dass wir davon ausgehen, dass wir hier 20, 30, 40.000 Wohnungen in den nächsten 2, 3 Jahren haben. Das ist Unsinn. Und ich sage Ihnen auch, selbst wenn wir die hatten, Berlin hat, glaube ich, über 80.000 Wohnungen im kommunalen Wohnungsbestand, kriegt das Problem in vielen Stadtbezirken trotzdem nicht in den Griff. Insofern ist es nur ein Instrument von vielen, aber wir können doch nicht deswegen sagen, dass wir da die Hände in den Schoß legen und im Prinzip dem Markt das selber regulierend überlassen. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, das war unser Modell und das haben wir im Stadtrat damals auch beschlossen, dass wir prüfen wollen, ob die Stesa zum Beispiel in der Lage ist, diesen Wohnungsbau realistisch mit Augenmaß zu machen. Und Sie wissen genau, dass die Stesa dies tut. Sie wissen auch, Sie können Herrn Walter fragen, das hat er auch im Aufsichtsrat vorgestellt, dass wir dort für 6, 7 Euro natürlich nicht 1.000 oder 2.000 Wohnungen, aber zunächst 150, 200 realistisch abbilden können. Und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Und Herr Bartels hat zu Recht darauf verwiesen, diese Gesellschaft kann natürlich Kredite aufnehmen, die sie dann am Ende auch wieder amortisiert. Und nochmal zur Frage der Prüfung. Klar, wir wollen das jetzt hier prüfen, weil wir dann wissen wollen, was am Ende dabei rauskommt. Insofern beschließen wir heute nichts. Und es wäre natürlich, ich verstehe Ihre Zeitnot da, das ist mir vollkommen klar, Sie müssen Ihre Fraktion da mitnehmen. Auf der anderen Seite, am Ende muss es auch dann erst nochmal beschlossen werden, was da kommt. Und da hoffe ich sehr darauf, dass die jetzige Gestaltungsmehrheit sich mit der CDU nochmal tief in die Augen guckt und wir dann gemeinsam entscheiden, ob wir im Prinzip reinen Markt machen oder ob wir soziale Marktwirtschaft machen. Ich plädiere als Grüner sehr für Letzteres. Danke. So, weitere Wortmeldung habe ich Herr Gielke gesehen. Bitte. Herr Löser, wenn Sie eine Statistik bemühen, was glauben Sie, wo treffen Sie mehr Menschen? Bei einer statistischen Umfrage oder bei einer Wahl? Ich finde diese 70% ein ganz klein bisschen nett. Wenn ich eine Umfrage in der AfD-Fraktion mache zur WOBA, habe ich 100% dagegen. Das zum Thema. Sie sagten gerade noch eben, heute beschließen wir nichts. Haben Sie sich Ihren Ersetzungsantrag Römisch 1 angeschaut? Das zum Thema. Danke. So, meine Damen und Herren, gibt es weitere Wortmeldungen? Ansonsten würde ich dann den Versuch in Richtung Abstimmung schreiten, unternehmen. Der ist zunächst von Herrn Gielke beantragt worden, namentliche Abstimmung. Das stellt für mich einen Geschäftsordnungsantrag dar, den ich zunächst abstimmen lassen würde, ob eine namentliche Abstimmung stattfindet oder nicht. Und danach würden wir über den Ersetzungsantrag ab der Gielke, AfD. Wenn der wir würden danach abstimmen über den Ersetzungsantrag. Wenn der eine Mehrheit hat, ist es zu Ende und ansonsten stimmen wir über den Originalantrag ab. Wer für namentliche Abstimmung ist, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenprobe. Das ist mit überwiegender Mehrheit abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung
über den Ersetzungsantrag. Wer dem zustimmen möchte, bitte um sein Zeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Siebenunddreißig Ja-Stimmen bei 24 Nein und keine Enthaltung wird damit angenommen. So, damit hätten wir unsere Tagesordnung für heute geschafft. Ich wünsche einen schönen Feierabend und wer es hat, noch mal einen weiteren netten Urlaub, bevor dann die eigentliche Saison wieder losgeht.